So, gut, wir sind wieder hier unten in 9F. Und hinter der Tür ist der Schatten. Hinein! So ein Ding? Mehr nicht? Ach komm. Extreme Frustle. No problem. It'll be over in a flash. Irgendwie sieht der putzig aus, ne? Na gut. Sollte nicht lang dauern. Oh, vielleicht doch. Firebreak auf 0, falls ihr sowas habt. Also, Wave. Klingt aber nicht schön. Ist uns irgendwas passiert? Ich glaube nicht, ne? Ach ja, übrigens hier. Naoto hat eine Knarre. Ach, cool, ne? Viel Zeug mit Instant-Kill-Möglichkeiten auf alle Fälle. Probieren wir es mal aus. Wird nicht funktionieren, aber... Ja, Block. Wurde mich gar nicht. Mazukayaka, oder wie es heißt, kann uns auch nicht schaden. Ein Hit und die Evasion Rate hoch, ist immer gut. Na, Feuer ist ganz okay. Heavy on Mighty Damage to all. Kennen wir ja schon. Schwerer physischer auf alle. Hm. Wow, sehr schwerer Schaden. Ich bin da richtig begeistert über 62 Punkte. Oder mit 63, na egal. Hm. Irgendwie hat Joskins zu richtigen guten Zauber. Oh, aber Wind ist die Schwäche. Let's go, Partner. Good answer. Wenigstens die Schwelle dieser Panzer. Okay. Das ist gut zu wissen. Du heilst mal alle. Das kannst du besonders gut. Scheiße. Und du. Ja. Eigentlich kann Naoto noch nicht wirklich viel machen. Aber eben wenn Lichtangriffe komplett geblockt werden, das ist risikoreich, aber ich probiere es einfach aus. Ein One-Hit-KO findest du das like? Auch nicht. Schweinerei. Joski, du hast immer deinen Gewinnangriff. Das ist ganz okay so. Da können wir zu Gift aufbauen und. Ja. Drauf, drauf, drauf. Ich habe uns bis ich hier angekommen bin, geklappt, eine Viertelstunde gebraucht. Ich hätte die ganzen Wegs noch gesehen. Und ja, ein Feuerangriff. Nur mit Wind dauert es zu lang. Na, Tempest Slash. Wow. Das ist beängstigend schwach. Gut, ich hoffe, okay. Letzter Angriff für dich. Und dann ist nochmal zu viert. Ich hoffe, es reicht. Ja! Und? Noch immer nicht?
Boah. Das ist ja krankhaft lang. Wie es hier aushält. Unglaublich. Unglaublich aushaltekräftig. Was war da gerade eben? Oh, oh. Naoto ist ziemlich unten. Halt ich mal mit 200 selbst. Oh, das ist Tetrakan. Einmal so eine einmalige Barriere auf Naoto. Du greifst aber mit Wind an. Oh, das war's. Okay, gut. Gut. Oh, gute Erfahrung. Und Geld. Und mehr Mut. Und Level Up Naotos Persona hat ein Level 56, genau wie Naoto selbst, logischerweise. Und was Neues gelernt. Schön. Doch irgendwo. Oh. Elganon. Okay. Eine Knarre. Lambu 2 kommt weg und. Yes. Okay. Dann haben wir hier drin nichts mehr verloren. Und können den Dungeon verlassen. Nicht Goho empfindet da haben es. Und tschüss, Labor. Puh. Zum Eingangbereich zurück, bitte. Gut, jetzt würde ich gerne nach Hause. Sehr schön. Oh, you're home. Jo. Das bin ich, Nanako. Mal ein bisschen plaudern. Vielleicht schaffen wir es mal, ihren Rang aufs Maximum zu bringen. Okay, heute nicht. Was tun wir denn heute? Vielleicht ist ja ein Buch verfügbar im neuen, ja, Men's Life Series oder sowas. Irgendeins wird es garantiert geben. Du, 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 du. Oh, hey, ihr beiden. Ja, vielleicht bist du eingeladen. Achso, die hat das ja dann nochmal mit ihm nacheinander. Farewell to man. Aha. Kaufen wir. Jetzt gebe ich hier bei den Metalworks die Sachen von eben ab, die wir gefunden haben. Das war auch in den Zwischenkämpfen, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber das macht nichts, denn was wir verkaufen, seht ihr ja jetzt hier. Wir haben hier nochmal sowas. Boys Talk oder so haben wir gefunden hier, ne? Nicht wenig. Alles weg damit, bitte. Oh, gibt es daraus eine Waffe? Na? Bloody Kunai, okay. Sonst nix. Was sind Bloody Kunai wert?
Zeig mal. Ja. Nicht unbedingt so viel mehr nutzen, aber... Oh, plus 50% Windschaden ist gekauft. Gekauft. Ausrüsten, logisch. Die alten verkaufen, sowieso. Und für Naruto können wir wahrscheinlich nichts anderes holen, ne? Der Peacemaker bringt. Das ist ein Witz. Kaufe ich garantiert nicht. Nee. Oh, Grisel. Hey. Oh, Senpai. Ja, machen wir. Da können wir ihren Rang auch nochmal verbessern. Ach ja, ist das wunderschön. Ist es nicht, ne? Ist ja schön hier. Als sie in die Stadt kam, saß sie oft hier und hat nichts gemacht. Toll. Nur dem Fluss zu hören, den Vögeln, dem Regen. Ach ja. Eben geht es manchmal so, ne? Oh. Ganze Geschichte über ihre Oma dabei. Und bevor sie ihr Karriere gestartet hat, war sie ein Mobbing-Opfer. Na super. Die ganze Zeit nur alleine gewesen. Tja, Mädchen. Wir sind deine Freunde, wir sind für dich da. Das musst du auf alle Fälle bedenken. Ich fange an, hier so ein bisschen Unsinn zu labern. Wir sind nur bei ihr, weil sie Reset ist. Nein, nicht deswegen. Na, die Frage war nicht fair, stimmt. Sitzen hier auch sicher neben ihr, weil sie verdammt heiß aussieht. Die redet und redet. Ach, Mädchen, hör auf! Aber. Level 5. Wenn man so will. Ja, Level 5. I'll see you later, Senpai. Mhm. Oh, you're home. Jupp. Bin zu Hause. Und wir müssen mit Dojima plaudern. Ja, zur Zwischen der Dungeons wiederholt sich einiges hier durch die Laberei mit den Leutchen, aber manche haben ja schon gemeint, man sollte mal hier ein bisschen was mit den anderen machen und jetzt mache ich halt mal was mit den anderen. Heute ist Gesundheits- und Sporttag. Das klingt jetzt richtig gut. Kriegen wir einen Anruf rein? Garantiert, ne? Sicher vom Sportclub. Nicht? Gut. Ja. Wir könnten... Warte mal. Ja. Mehr lernen, dann wird mir erfolgreicher bei den... Mädels sind und so, hm? Na ja. Immer lernen. Ja.
Mehr Knowledge. Genug für heute. Können wir noch lesen? Bitte. Ich wollte noch lesen. Ja, ich weiß, da kommen so Prüfungen auf uns zu.